Hallo meine Lieben, ja, heute heißt das Thema UFO-Wolken. Und ja, Wolken, die eben nicht aussehen wie Wolken, die eben anders aussehen, sagen wir mal so. Ja, ich hänge die Fotos dann dran. Sind auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich hatte mich nämlich sehr gewundert, weil ich habe die vom Weiten eigentlich gar nicht so wahrgenommen, wie sie hinterher auf dem Foto aussah. Und das war das Interessante daran. Ich habe nur eine dicke Wolke gesehen eigentlich, habe ein Foto gemacht, weil ich stand so etwas tiefer, dann ist so ein Wall und dahinter sind noch Häuser, die aber wieder tiefer liegen, wo man eigentlich nur noch die Dächer sieht und da hinter den Häusern war die dicke Wolke. So, und habe ich ein Foto von gemacht und zu Hause sieht er dann aus wie diese UFO-Wolken, die man so im Internet sehen kann. Oder die eben vor ganz schlimmen Unwettern sind. Aber wir hatten überhaupt kein Unwetter. Und das war auch die einzigste Wolke am Himmel. Das ist ja das Lustige. Deswegen ist er für mich eine UFO-Wolke. Ja, klarer Himmel, nicht eine Wolke und dann kommt aber so eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Wolke. Ja, und die war sehr, sehr tief, also wie gesagt, direkt über die Häuser. War nicht viel Platz zwischen, fand ich schon merkwürdig. So eine Wolke habe ich nämlich hier. Solange wie ich hier wohne, ach, solange wie ich hier wohne, solange wie ich auf der Welt bin, in Deutschland noch nicht gesehen, um das mal so auszudrücken. Also bisher habe ich diese Wolken immer nur im Internet gesehen, bei anderen Leuten in anderen Ländern, aber noch nicht hier. Ja, jetzt kann ich euch stolz die Fotos präsentieren. Aber leider, wie gesagt, ich habe ja leider keinen gescheiten Fotoapparat. Der hat keinen Zoom. Deswegen ist sie ein bisschen weiter weg. Wenn ihr Handys habt, könnt ihr das ja dann so ranzoomen und dann seht ihr das. Aber kann man auch so sehen. Also man sieht das schon, nur mit ranzoomen kann man natürlich viel besser sehen. Ja, und heute war ich mit den Hunden, habe ich wieder ein Foto gemacht und wir hatten ganz vereinzelt Wolken, ansonsten war es auch wieder ein ganz klarer Himmel. Und dann war ich auf der Brücke, darunter ist eine Straße, also eine Hauptstraße. Und da drüber war auch wieder eine so eine ganz merkwürdige Wolke, die habe ich auch fotografiert. Ja, wer weiß, wer weiß. Und die war auch sehr, sehr, sehr tief, was eigentlich für unsere Wolken hier sehr untypisch ist. Normalerweise sind die höher. So, also das waren jetzt immer nur diese, ich sage jetzt UFO-Wolken, die waren alle sehr tief. Die anderen Wolken nämlich nicht, wenn wir Wolken haben. Ja, und dann hatte ich noch mal, das war auch durch Zufall, ich wollte eigentlich nur die Sonne, die durch ein Wolkenloch schien, fotografieren, hatte ich zumindest angenommen. Und auch das sah hinterher ganz anders aus auf dem Foto. Also da sind dann zwei oder drei Löcher, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig genau. Und das sieht tatsächlich so aus, als wenn hinter dieser dicken schwarzen Wolke praktisch Scheinwerfer durch scheinen von einem UFO praktisch. Also ganz raffiniert. Und war gar nicht offensichtlich, also wenn man jetzt so den Himmel geguckt hat, sah es so nicht aus, wie es hinterher aber auf dem Foto aussah. Und das ist ja das Raffinierte. Also wer weiß, wie viel schon um uns herum schwirrt, was wir gar nicht wahrnehmen. Aber wenn wir jetzt immer alles fotografieren würden und hinter uns die Fotos genauer ansehen, wer weiß, was wir dann alles entdecken würden. So wie ich nämlich jetzt. Ja, ihr Lieben, haltet die Augen und die, auf und macht Fotos. So, dann seid gespannt und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr dazu darüber denkt. Bis dann. Tschüss.